Hallo, heute zeige ich mal was nicht so sehr alltägliches, und zwar einen Western Revolver aus deutscher Fertigung. Dieser 45 Long Colt Kaliber Revolver wurde hergestellt bei J.P. Sauer & Sohn in Isny im Allgäu. Das Herstellungsjahr ist 1967, also der Revolver ist schon 46 Jahre alt, ist sehr hochwertig hergestellt, alle Passungen sehr genau, da klimpert und klappert nichts. Ich kann das Teil drehen und wenden, wie ich will, kein Hauch von Rost, also aus meiner Sicht sehr hochwertig, deutsche Wertarbeit, sozusagen. Was mir speziell gefällt an diesem Revolver ist der extrem kurze, möchte ich schon fast sagen, Sportabzug. Ganz kurz und trocken. Eine sehr gute Schützenwaffe. Entgegen anderer Meinungen auch sehr robust. Sehr massiven Hammer. Zinnstift zu sehen. Hier sehen wir die Ladeklappe. Laderast. In dieser Position kann ich den Revolver laden. Hier sehen wir die Trommelachse. Wenn ich diesen Drücker hier drücke, kann ich die Achse rausziehen und die Trommel entfernen. Ist alles ganz einfach. Hier sehen wir noch den Hülsenausstoßer. Tja, alles in allem sehr ein ansprechendes, schönes Teil. Ich jedenfalls habe meine Freude damit. Kompliment an die deutschen Waffenmechaniker oder Waffenschmiede. Gute Arbeit. Und noch etwas zum Kaliber. .45 Long Colt, 9mm Luger. Ist schon ein recht dickes Kaliber hier. So, das war's mal wieder. Hab mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt, und bis zum nächsten Mal.